das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest und Thorsten Schröder. Und wir begrüßen Sie ganz herzlich am Freitagabend. Schönen guten Abend auch von mir. Und wir beginnen mit einer Nachricht, die vor gut einer Stunde in das beginnende Wochenende platzte. Nach etlichen Fehltritten und deutlicher Kritik an ihrer Arbeit scheint Christine Lambrecht nun als Bundesverteidigungsministerin zurücktreten zu wollen, nach gut 13 Monaten im Amt. Die längste Zeit davon herrscht Krieg in Europa. In ihre Verantwortung fiel nicht weniger als die Umsetzung der Zeitenwende, die Bundeskanzler Scholz nach Beginn des russischen Angriffskriegs verkündet hatte. Doch diese Aufgabe reicht sie nun womöglich weiter in andere Hände. Und wir schalten jetzt nach Berlin in unser ARD-Hauptstadtstudio zu meinem Kollegen Stefan Stuchlik. Stefan, wie gesichert ist diese Information, dass Christine Lambrecht zurücktreten will? Nun, ich würde sagen, die Gerüchte verdichten sich. Ich persönlich halte das für hochwahrscheinlich. Wir haben mit mehreren Menschen gesprochen im Verteidigungsministerium und die Tonlage der Gespräche, nicht so sehr die Aussage, die Tonlage lassen vermuten, dass es wirklich stimmt. Christine Lambrecht will zurücktreten. Meine Vermutung ist, dass ihr Wille eigentlich war und ihr Wunsch, diesen Rücktritt Anfang der nächsten Woche oder Mitte der nächsten Woche zu verkünden und dass ein möglicherweise, ich sag's mal so, illoyaler Mitarbeiter das an die Medien, an die Presse durchgesteckt hat. Im Moment hat die Pressestelle des Verteidigungsministeriums alle Hände voll zu tun. Man hat uns gesagt, man könne das weder dementieren noch bestätigen. Ich finde, auch das ist eine Aussage. Vermutlich werden wir heute Abend nichts mehr Schriftliches, nichts mehr Belastbares dazu zu bekommen. Trotzdem, ich wiederhole es, ich halte das für hochwahrscheinlich. Christine Lambrecht stand ja schon lange in der Kritik. Warum dieser mögliche Rücktritt gerade jetzt? Das ist eine gute Frage, denn es hätte, wenn man sich das anguckt, für den Kanzler möglicherweise keinen schlechteren Moment geben können, zurückzutreten. Es steht am Freitag in Ramstein die Ausrüstungskonferenz der NATO an. Was macht man mit der Ukraine? Wie geht's weiter? Muss also die Bundeswehr Kampfpanzer liefern? Da kommt ein Rücktritt, glaube ich, nicht zum rechten Zeitpunkt. Und man hätte sich einige andere Zeitpunkte vorstellen können, an denen Christine Lambrecht unglücklich agiert hat. Ich darf daran erinnern, dass sie einmal diese Aussage von den 5000 Helmen getroffen hat, mit denen man die Ukraine tatkräftig unterstützen wolle. Eine Aussage, hinter der die Bundesregierung Monate hinterhergelaufen ist. Es gab die Geschichte, dass sie ihren Sohn im Hubschrauber mitgenommen hat. Das ist rechtlich okay gewesen, aber es war unglücklich, dass ausgerechnet sie noch das Foto gemacht hat von ihm. Und wirklich unprofessionell, das muss man so sagen, war ihre Silvesteransprache, wo sie vor explodierenden Böllern in Berlin davon gesprochen hatte, dass der Ukraine-Krieg ihr zu vielen interessanten Begegnungen verholfen habe. Das ist im Tonfall und in der Form einer Ministerin unangemessen gewesen. Also wie gesagt, das wären Anlässe gewesen. Warum gerade jetzt? Das wird uns möglicherweise Christine Lambrecht in den nächsten Tagen erklären müssen. Und wenn Lambrecht jetzt zurückträte, was bedeutete dies für Kanzler Scholz und die Bundesregierung? Nun, ich glaube, Olaf Scholz würde eine seiner loyalsten Mitarbeiterinnen verlieren. Das war eine Loyalität, die ging bereits ins Pathologische. Es ist klar bekannt gewesen, dass das Verteidigungsministerium eigentlich dafür plädiert hat, zum Beispiel die Schützenpanzer Marder unbedingt zu liefern, der Kanzler aber nicht wollte. Sie hat nie auch nur einen Ton der Kritik darüber verlautbaren lassen, immer den Wortlaut des Kanzlers mitgenommen. Und der Kanzler hätte vor allem ein inhaltliches Problem, denn wir haben ja alle gesehen seit der Zeitenwende, was für ein Problem das Verteidigungsministerium ist. Das sind 100 Milliarden Sondervermögen, die nicht richtig ausgegeben werden im Moment, wo es Probleme gibt mit der Industrie. Es gibt eine verunsicherte Truppe, die gar nicht so richtig weiß, sollen wir jetzt Bündnis- und Landesverteidigung machen oder brauchen wir noch eine Auslandsstrategie. Es gibt einige Probleme mit anderen Ministerien. Ich rechne damit, dass es weitere Probleme gibt mit dem Wirtschaftsministerium, bei Rüstungsexporten. Also wer auch immer, sollte sich dieser Rücktritt bestätigen, das Amt übernimmt, er übernimmt auch einen heißen Stuhl. Stefan Stuchlik zu dem möglichen Rücktritt der Verteidigungsministerin. Danke nach Berlin. Und vielleicht ist diese Entscheidung zum Rücktritt auch heute Nachmittag noch mal besonders gereift beim heute wohl wichtigsten Termin im Kalender der Verteidigungsministerin. Da stand sie nämlich vor einem der großen Probleme der Bundeswehr, dem Schützenpanzer Puma. Christine Lambrecht hat sich mit Vertretern der Herstellerfirmen getroffen, denn der Puma wird bereits seit Jahren gefertigt und ist im Einsatz bei der Bundeswehr, nur einsatztauglich ist er nicht. Das haben ein interner Bericht und die Ausfälle bei einer Schießübung im vergangenen Jahr gezeigt. Christine Becker.
So reibungslos wie hier lief es zuletzt selten. Christine Lambrecht auf Puma-Probefahrt vor einiger Zeit. Der Puma, ein Problempanzer. Bei einer Übung im Dezember, Totalausfall der eingesetzten Fahrzeuge. Danach Schuldzuweisungen, Fingerzeig einer bereits da angeschlagenen Verteidigungsministerin Richtung Rüstungsindustrie. Heute Nachmittag Puma-Gipfel in Berlin. Die Ministerin lässt sich nicht anmerken, was am Abend bekannt wird. Spricht über Puma-Fehler bei der Bundeswehr. Wir wissen genauer, dass es Probleme bei der Abstimmung gibt, unterschiedlichsten Bereich zwischen der Truppe, zwischen der Industrie, zur Logistik, dass wir da deutlich besser werden müssen, dass unsere Leute in der Truppe auch deutlich besser ausgebildet werden müssen, mehr Möglichkeiten haben müssen, um zu üben. Es gibt auch Hausaufgaben, die an die Industrie gehen, die gemacht werden müssen. Konstruktionsänderungen wünscht sich die Ministerin. Mehr Robustheit versprechen die Hersteller, sind ansonsten aber nach der Fehleranalyse eher selbstbewusst. Das sind keine großen Themen, da wird das Konzept des Pumas in keinster Weise in Frage gestellt, sondern es geht darum, ich nenne das mal so, Fehlercluster kleinerer Ordnung mal auszuräumen, damit das Gesamtbild noch besser wird. Das Panzerproblem ist allerdings symptomatisch, auch für das schwierige Verhältnis von Rüstungsindustrie und Politik. Immer wieder Verstimmungen, etwa neulich, als es um Probleme bei der Munitionsbestellung ging oder geplante Nachbestellungen des Pumas auf Eis gelegt wurden. Die Bundesregierung hat auf der einen Seite keinen langfristigen Plan, was sie rüstungspolitisch eigentlich erreichen will. Sie hat ganz viele Ziele, die sich aber teilweise selber widersprechen. Das zweite Problem ist, dass das Geld, obwohl ganz viel jetzt anscheinend da ist, 100 Milliarden, nicht ausreichen wird, um die Truppe komplett fit zu machen. Und drittens gibt es seit Jahrzehnten eigentlich eine Entfremdung zwischen Politik und Industrie. Das heißt, man ist gar nicht in der Lage, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Die Annäherung heute also nur maximal ein erster Schritt. Auch wenn man den Puma nun gemeinsam lobt. Es ist das beste System und wir als Industrie werden alles tun, um dieses System schrittweise weiter zu verbessern. Der Puma hat eine klare Zukunft bei uns in der Bundeswehr. Wir brauchen ihn. Der Puma bleibt und bleibt ein Thema. Das Christine Lambrecht nun womöglich ihrer Nachfolgerin oder ihrem Nachfolger überlassen wird. Erstmals nach einem halben Jahr soll das russische Militär mit Soledar wieder eine Stadt in der Ukraine eingenommen haben. So heißt es von russischer Seite, die Ukraine dementiert. Bevor wir dazu gleich zu meiner Kollegin Isabel Schajani in die Ukraine schalten, um zu hören, welche Bedeutung die Stadt im Osten des Landes hat, ein Blick auf die Verteidigung der Ukraine. Für die ukrainische Armee zählt nämlich jedes Kanonenrohr, um das Land gegen die russischen Angriffe zu verteidigen. Jedes Gerät, das wieder fahrtüchtig gemacht werden kann, wird auch repariert, zeigt uns Isabel Schajani. Wir sind in Frontnähe und hier im Donbass sehen wir ständig Panzertransporte, auch etliche Beschädigte. Während in Deutschland über den Leopard 2 diskutiert wird, zeigt uns das ukrainische Militär, wie es sein Gerät repariert. Aus Sicherheitsgründen dürfen wir nicht sagen, wo das genau ist. Einen Motor auszutauschen dauert eine Woche oder länger. Was würde man mit westlichen Waffen, mit dem Leopard machen? Wir müssten dann die Mechaniker zur Ausbildung wegschicken. Unser Reparatursystem ist natürlich sehr anders. Wir reparieren hier einfach vor Ort. Einfache Mittel. Diese Werkstatt ist schon eine gehobene. Westliche Waffen sind Dauerthema. Was könnte der Leopard bewirken, fragen wir einen Soldaten. Es geht um Menschenleben, um unsere Leute, unsere Kinder. Sie könnten leben und der Krieg wäre kürzer. Irgendwo anders im Gestrüpp stehen 6 kaputte Panzer sowjetischer Bauart. Wir sind jetzt etwa 60 Kilometer von der Front entfernt. Hier reparieren sie Tag und wenn nötig auch nachts unter freiem Himmel. Vitali hat mal bei der Bahn gearbeitet. Sergei ist eigentlich Bauer. Dieser Panzer ist 50 Jahre alt oder älter. Wir schlachten die kaputten Panzer aus und bauen die Teile hier rein. Also dann fallen immer mehr Panzer aus, fragen wir? Ja, natürlich, weil die Ersatzteile ausgehen. Was würde denn der Leopard bringen? Es wäre gut, wenn ihr uns den Panzer geben könntet. Das hier ist alles sehr alt. Und dann sagt Vitali noch,
Der Leopard ist viel moderner, in jeder Hinsicht. Das hier ist doch noch aus Zeiten der Sowjetunion. Alle hier haben gehört, dass westliche Panzer wie der Leopard 2 auch die Besatzung besser schützen. Bei den russischen Panzern dagegen hat der Schutz der Soldaten keine Priorität. Kommandant André erklärt, was passiert, wenn der T-72 getroffen wird. Ich bin kein Experte für moderne Panzer wie den Leopard. Aber bei denen hier ist die Munition direkt unter der Besatzung. Und wenn so ein Panzer getroffen wird, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass niemand überlebt. Und genau das passiert oft. Am Ende fragen wir Kommandant André noch, ob er schon viele Kameraden verloren hat. Ja, sagt er nur. Und danach schießen ihm Tränen in die Augen. Das sind jeden Tag Schicksale, denen unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten vor Ort begegnen. Isabel Chajani ist zurzeit im Osten der Ukraine in Pokrovsk. Isabel, gibt es nach fast einem Jahr Krieg und mit oft sehr begrenzten Mitteln im Alltag und wie wir gesehen haben für die Verteidigung keine Resignation? Also ich muss sagen, ich bin hier gelandet wirklich auf einem anderen Planeten und dieser Planet heißt Krieg und Begriffe wie Resignation sind sozusagen Begriffe aus meiner Welt, aus der heilen Welt in Deutschland und ich habe auch hier danach gesucht und ich muss sagen, je näher wir an die Grenze, an die Frontlinie gekommen sind, desto weniger habe ich das hier erlebt, im Gegenteil. Die Menschen, die hier sind und die diesen Krieg ertragen und die stehen da voll hinter und die sagen, wir müssen mit ganzer Kraft die Russen wieder an ihre Grenzen zurückdrängen, sonst haben wir keinen Frieden. Und ich habe hier keine Zweifel gehört. Anders ist es in Kiew. Je weiter man wegkommt hier sozusagen vom direkten Kriegsgeschehen, da hört man auch Zweifel. Und da gibt es auch Menschen, die das Land verlassen wollen. Und da gibt es auch Männer, die das Land verlassen wollen. Aber diese Resignation aus der Frage gerade, die habe ich hier an der Grenze, an der Frontlinie so gut wie nicht gehört. Das russische Militär will ja die Stadt Soledar eingenommen haben. Was ist dazu bekannt und wie entscheidend wäre diese Eroberung im Kriegsverlauf? Also man muss sagen, dass auch wenn ich hier sozusagen in der Region Donetsk stehe, ich natürlich immer nur kleine Puzzlesteine mitbekomme und versuche mir ein Bild zurechtzulegen. Das Bild, was ich auf ukrainischer Seite mitbekomme, ist, dass das ukrainische Militär sagt, nein, die Kämpfe gehen weiter um diese Stadt und man kann davon ausgehen, dass es sehr harte Kämpfe sind und es soll ungefähr, das waren die Zahlen der letzten Tage, noch ungefähr 500 Zivilisten in diesem Ort sein. Es gibt keine Helfer mehr, die die Menschen rausholen und ich habe mit NGOs gesprochen und erfahren, dass es für die Menschen auch überhaupt völlig schwierig ist, aus dieser Stadt herauszukommen. Also die Lage dort in Soledar muss ziemlich bitter und umkämpft sein. Die ukrainische Seite sagt also, die Kämpfe gehen weiter. Was ist die Bedeutung von Soledar? Die Bedeutung ist sicherlich, dass die Russen einen Sieg brauchen. Und Sieg bedeutet in diesem Krieg eben auch, dass man sagen kann, diese Stadt, diesen Ort, und wenn es auch nur eine Kleinstadt ist, haben wir erobert. Und das hat es lange nicht gegeben. Die letzte Wegmarke war sozusagen Cherson, die Russen zurückgegeben haben. Und deswegen ist das Soledar allein schon symbolisch für die russische Öffentlichkeit von großer Bedeutung. Würde ich von hier aus sagen, das wäre sozusagen mein Puzzle. Wie ich das lese. Danke, Isabel Chajani, für diese Eindrücke und Einschätzungen aus der Ukraine. Gerne. Aller Anfang war leicht bedeckt. Damals im April 2020, zu Beginn der Corona-Pandemie, empfahl die Bundesregierung, als Schutz können selbstgenähte Alltagsmasken dienen. Auch die Bedeckung von Nase und Mund durch Tücher oder Schals ist erlaubt. Und so sah das dann aus, bis FFP2 zum Standard wurde und sich Deutschland zuletzt nur noch schwer von der Maske lösen wollte. Bis zum 7. April sollte die Maskenpflicht im Fernverkehr laut Infektionsschutzgesetz eigentlich noch gelten. Doch heute dann der Dominoeffekt im Fernverkehr der Deutschen Bahn gilt ab Februar wieder freie Fahrt ohne verpflichtende Maske. Kurz nach der Ankündigung zog ein Bundesland nach dem anderen für den Nahverkehr nach. Andreas Hilmer. Am Stadtrand von Hamburg verläuft in diesen Tagen noch eine unsichtbare Grenze. Diese U-Bahn-Station liegt in Schleswig-Holstein. Keine Maskenpflicht. Die nächste Station ist dann schon auf Hamburger Gebiet mit Maskenpflicht. Für viele Irrsinn.
Es ist für die Masse der Bevölkerung schwer nachzuvollziehen, warum das in Hamburg noch unbedingt so gemacht werden muss. Ein paar Stationen weiter an Hamburgs Hauptbahnhof. Hier gehen die Meinungen über das beschlossene Ende der Maskenpflicht weit auseinander. Super. Was? Weil wenn man sie nirgendwo auf hat, warum dann in den Zügen? Im Kino sitzt man so, im Theater sitzt man so und dann hier macht keinen Sinn. Ich würde sie trotzdem noch tragen. Jeder muss ja für sich sorgen und ich finde, ein bisschen Schutz schadet ja nicht. Wenn man jetzt so 5 Stunden neben einem Fremden sitzt, ist es, glaube ich, doch ganz angenehm, wenigstens so eine medizinische Maske aufzuhaben. Es wundert mich doch, dass von einem Tag auf den anderen eigentlich das Ganze umgestellt wird. Aber ich finde es auf der anderen Seite ganz gut, dass bundesweit dann wenigstens einheitlich ist. Maske hier, keine Maske dort. Seit Januar wieder mal ein Flickenteppich. Als erste Bundesländer auf die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr verzichten. Der Druck war offenbar groß, sodass heute auch der Bundesgesundheitsminister zum Februar die Maskenpflicht im Fernverkehr aufhebt. Die Bevölkerung hat eine hohe Immunität aufgebaut. Und die uns beratenden Experten gehen nicht mehr davon aus, dass es noch mal zu einer großen, zu einer schweren Winterwelle kommen wird. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht abzusehen, dass besonders gefährliche Varianten uns in den nächsten Wochen und Monaten noch erreichen könnten. Die bisher strengeren 7 Bundesländer, alle aus dem Westen, schließen sich unmittelbar nach Lauterbachs Entscheidung dem Ende der Maskenpflicht an. Auch Hamburg verzichtet ab Februar auf Maske und auf Isolationspflicht. Wir sehen jetzt fallende Zahlen in den Krankenhäusern. Wir sehen fallende Infektionszahlen. Und in diesem Sinne trauen wir uns jetzt diese Entscheidung zu. Auch die Wissenschaft ist sich überwiegend einig, die Pandemie habe sich inzwischen sehr verändert. Gefährdete Gruppen sollten aber dennoch weiter durch Masken geschützt werden. Wenn wir jetzt in die Phase der Eigenverantwortung eintreten, dann sollte man vielleicht Solidaritätsgedanken noch mal in Erinnerung rufen. Wir haben im Moment sehr hohe Ansteckungszahlen noch und das bedeutet, dass das Risiko für gefährdete Personen, sich anzustecken, immer noch ziemlich groß ist. Das gilt besonders, weil die Virusvariante, die jetzt hier unterwegs ist, ansteckender ist als die, die wir am Anfang hatten. Dennoch können sich Reisende deutschlandweit darauf einstellen. Maske tragen wird ab Februar freiwillig. Zum Ende der Maskenpflicht im Fernverkehr der Bahn die Meinung von Daniel Pokaka vom Bayerischen Rundfunk. Endlich keine Maskenpflicht mehr im Fernverkehr. Die Maske mag ein vergleichsweise kleiner Grundrechtseingriff sein, aber sie ist einer. Und damit nur so lange zu rechtfertigen wie nötig. Experten stellen ein Ende der Pandemie und den Übergang zur Endemie in Aussicht. Das Gesundheitssystem ist nicht flächendeckend überlastet. Höchste Zeit, Bahnkunden nicht länger einzuschränken. Zumal es schon länger ein Problem ist, dass im Zug eine Maskenpflicht gilt und im Flugzeug keine. Man mag dafür fachliche Argumente finden, doch der Akzeptanz der staatlichen Corona-Maßnahmen hat dieses Messen mit zweierlei Maß geschadet. Das Gleiche gilt für den Flickenteppich bei der Maskenpflicht im Nahverkehr. Wozu der führt, haben wir eben im Beitrag gesehen. Schade, dass die Länder sich nicht einigen konnten, die Maskenpflicht gleichzeitig abzuschaffen. Das Vorpreschen der einen, das Nachziehen der anderen, Team Vorsicht gegen Team Freiheit mit zwischenzeitlichem Rollentausch, das nervt noch mehr als die Maske. Und so nervig die Maske ist, vor allem wenn man sie stundenlang im Gesicht hat, sie ist oder sie war eine der wirkungsvollsten und mildesten Freiheitseinschränkungen der vergangenen 3 Jahre. Gerade im Supermarkt und in Bussen und Bahnen hat sie es Senioren und Menschen mit Vorerkrankungen ermöglicht, mit wenig Angst und ohne große Ansteckungsgefahr ihren Alltag zu bestreiten. Jetzt endet die Maskenpflicht zugunsten von mehr Freiheit und auch mehr Verantwortung. Verschnupft zur Arbeit, weil wir ja alle unersetzbar sind, mit Husten und Fieber in den Zug, weil wir einen Wochenendtrip nicht absagen wollen. Vielleicht lassen wir das einfach sein oder setzen notfalls eine Maske auf. Freiwillig und aus Verantwortung. Die Politik entscheidet das jetzt nicht mehr für uns. Die Meinung von Daniel Pokraka. Schwere Autos, Drogen und Waffen oder auch teure Accessoires. Im Gangster-Rap wird gerne die Geschichte vom Aufstieg in einem kriminellen Umfeld erzählt, von der Straße in die Edelboutique. Aber man schmückt sich nicht nur mit Gold und Brillanten, sondern gerne auch mit seinem Hass auf Staat und Polizei. Und da kommen einem schnell die Krawalle der Berliner Silvesternacht und die Angriffe auf Polizisten und Rettungskräfte in den Sinn. Tatsächlich haben einige der mutmaßlichen Gewalttäter gezeigt, wie ernst sie das nehmen, was ihre Vorbilder besingen. Kerstin Breinig.
Gewalt, Drogen, schnelles Geld und immer wieder die Konfrontation mit der Polizei. Es ist ein Lebensgefühl. Rap aus den Straßen Neuköllns, irgendwo zwischen Hermannplatz und Sonnenallee. Texte, die das ausdrücken, was Jugendliche in den Brennpunktkiezen als Teil des Alltags erleben, was ihnen wohl aus der Seele spricht. Ich will hier weg, ich muss hier raus. Ja, ich muss es schaffen, ich muss es schaffen. Was sagt das schon aus? Ja, kannst du es nicht da schaffen, wo du herkommst? Nein, die Kids wollen weg. Irgendwas muss sich verändern. Also es ist ja ein Ausdruck nach Veränderung. Der Weg, den der Gangster-Rap zeigt, Aufstieg und Anerkennung durch Gewalt. Burak Caneperk hat täglich mit Jugendlichen zu tun. Er ist Streetworker und er moderiert Hip-Hop-Sendungen. Gangster-Rap hören sie fast alle, sagt er. Gewalttätig und kriminell seien nur wenige. Die meisten Kids, 99,99%, haben keinen Bock auf Polizei, Gewalt, Drogen, Probleme, eine weinende Mama zu Hause oder Knast oder was auch immer. Und weil das so ist, Gott sei Dank ist das so, ja, dringen wir früher oder später zu denen durch. Aber es braucht halt Alternativen. In der Silvesternacht dringt niemand durch. Der Feind Polizei und Rettungskräfte. Mitverantwortlich für diese Gewaltexzesse seien die Rapper, die Gewalt gegenüber der Polizei als heldenhaft darstellen, sagt die Polizei und bezieht sich auf Texte wie diesen. Für Polizei und Justiz gibt es keine Liebe. Keine Liebe. Für Polizei und Justiz gibt es keine Liebe. In einer langen Kette von Ereignissen kann am Ende auch Gangster-Rap natürlich ein Filter sein, durch den man zu so geringschätzigen Haltungen gegenüber der Obrigkeit und den Einsatzkräften, wie das immer so genannt wurde, gelangen. Cop-Killer. In solchen Texten sieht die Gewerkschaft der Polizei durchaus mit eine Ursache für den Hass, der ihnen entgegenschlägt. Und darüber müsse man reden, damit nicht die Texte die Vorbilder bleiben oder werden. Genau das sind Texte, die eben ja, Gewalt scheinbar moralisch rechtfertigen. Und von daher sind das Texte, die wir natürlich komplett ablehnen. So, und, aber es ist eben ein Geschäftsmodell, auf das man eben genauso reagieren muss, dass man darüber spricht. Kommunikation statt Konfrontation, also damit harte Rappertexte, Gewalt und Drogen überall nur ein Soundtrack sind. Und wir haben weitere Nachrichten des Tages und die kommen jetzt von dir, Thorsten. Und wir beginnen mit dem Stand der Räumung in Lützerath. Nach 3 Tagen steht der Einsatz der Polizei bereits vor dem Abschluss. Die Einsatzkräfte räumten heute das letzte Gebäude. Probleme bereiten noch Klimaaktivisten, die sich in einem Tunnelsystem verschanzen. Ihre Bergung sollen Spezialkräfte übernehmen. Unterdessen ist die schwedische Klimaaktivistin Thunberg in Lützerath angekommen. Die Fridays for Future-Gründerin kritisierte das Vorgehen der Polizei und rief zum Widerstand auf, um das Abbaggern der Braunkohle zu verhindern. Künftig soll die Rente in Deutschland neben Beiträgen und Steuern zusätzlich durch Aktien finanziert werden. Dafür plant die Ampelkoalition zunächst 10 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt anzulegen. Mit den Renditen sollen die Beiträge stabilisiert werden. Das Investitionsrisiko trägt der Staat. Finanzminister Lindner von der FDP betonte, dass ohne neue Modelle sowohl Beiträge als auch Bundeszuschüsse zur Rente stark steigen müssten. In Litauen ist am Abend eine Gaspipeline explodiert. Medienberichten zufolge gab es keine Verletzten. Die Explosion ereignete sich nahe der Stadt Pasvalys im Norden des Landes. Ein Vertreter des Betreibers sagte, es gebe bisher keinen Hinweis auf einen Anschlag. Der Vorfall würde aber untersucht werden. Einsatzkräfte evakuierten vorsorglich ein nahegelegenes Dorf. Anne Will beendet zum Jahresende ihre sonntägliche Talkshow im Ersten. Sie werde ihren Vertrag nicht verlängern, gab die 56-jährige Moderatorin heute bekannt. Seit 2007 diskutiert sie in der ARD mit Gästen über politische Themen und ist damit so erfolgreich wie kein anderes Format dieser Art im deutschsprachigen Fernsehen. Deutschlands Handballer haben ihr Auftaktspiel bei der Weltmeisterschaft mit 31:27 gegen Katar gewonnen. Im polnischen Katowice ebnete Torwart Andreas Wolf mit vielen starken Paraden den Weg zum Sieg der DHB-Auswahl gegen den Asienmeister. Die Freude über den erfolgreichen WM-Auftakt muss raus bei den deutschen Handballern. Das Team von Bundestrainer Gislason überzeugt zu Beginn mit herrlich herausgespielten Toren. Wie diesem Treffer von Kapitän Goller nach tollem Pass von Knorr.
Asienmeister Katar mit großen Problemen gegen die gute deutsche Abwehr mit einem starken Torhüter Wolf, der immer wieder schnelle Tempogegenstöße über Grötzki einleitet. 11:5, 6 Tore Führung bereits nach 11 Minuten zur Pause, 18:13 vor 4000 größtenteils deutschen Fans in Katowice. Die sehen in der zweiten Halbzeit eine vor allem im Angriff deutlich nachlassende deutsche Mannschaft. Katar nutzt das, kommt bis auf ein Tor heran. Zumindest auf einen kann sich Bundestrainer Gislason auch in dieser Phase verlassen. Torhüter Wolf rettet hinten den Vorsprung. Und vorne übernimmt der Youngster Verantwortung. Knorr sichert mit 7 Treffern den mühsamen 31:27 Sieg gegen Katar. Am Sonntag geht's für die deutschen Handballer weiter mit dem zweiten Gruppenspiel gegen Serbien. Die unheimliche Macht der Wassermassen bei den Überschwemmungen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz vor anderthalb Jahren wurde deutlich, als selbst historische Fundamente, die schon viel überstanden hatten, mitgerissen und Brücken wie diese eingerissen wurden. Beim Wiederaufbau schließen Brückenbauer nun die Lücken, die es an mehr als 100 Stellen gibt. Eine Brückenbauerin hat meine Kollegin Johanna Wahl getroffen. Mittendrin beginnt ihre Reportage in Bad Neuenahr-Ahrweiler in dem immer noch zerstörten Flutgebiet. Besichtigung an der Abrisskante. Von der ehemaligen Arthorbrücke in Ahrweiler ist nicht viel übrig geblieben. Die Behelfsbrücke verschafft dem Ingenieurteam um Nicole Marzi die nötige Zeit für einen Neubau. Eine wichtige Verkehrsverbindung im Ahrtal. Täglich fahren hier 10.000 Fahrzeuge über die Ahr. Nach der Flutkatastrophe war es natürlich ein Riesenproblem, weil es im ganzen Stadtgebiet nur noch ein Bauwerk gab, das befahren werden konnte. Und da lief alles an Verkehr drüber, was hier die Ahr halt queren musste. Die Behelfsbrücke verhindert ein Verkehrschaos. Eine Dauerlösung aber ist sie nicht. Baubeginn für die neue Brücke soll im nächsten Jahr sein. Wichtig für uns ist, dass natürlich die Fehler, die halt vorher bei den Bauwerken gemacht worden sind, nicht wiederholt werden. Dass halt zum Beispiel bei dem vorherigen Bauwerk die wuchtigen Pfeiler so halt eben nicht wieder aufgebaut werden können. Im Ahrtal sind durch die Flutkatastrophe vor anderthalb Jahren insgesamt rund 100 Brücken beschädigt oder ganz zerstört worden. Deren Wiederaufbau verantwortet Nicole Marzi von der zuständigen Landesbehörde in Rheinland-Pfalz. Die Leute wollen ja wissen, wann es fertig wird. Ne? Die brauchen ihre Brücken. Was können Sie denen sagen? Wie viele Jahre wird es dauern? Ja, denen kann ich nur empfehlen, dass sie Geduld haben müssen. Weil es ist natürlich eine riesige Aufgabe. Und man kann eben auch nur eins nach dem anderen. 2, 5, 10 Jahre? Also 2 Jahre ist mit Sicherheit zu wenig. Aber für den Rest kann man eigentlich nichts Konkretes sagen. Eine der vielen Baustellen in der Verbandsgemeinde Altenahr. Hier ist noch nicht ausgemacht, ob die alte Brücke saniert wird oder eine neue Brücke gebaut werden muss. Also wenn die sogar oben zerstört ist, dann ist das Wasser also auch oben drüber über die Brücke. Genau, also man kann sich zwar kaum vorstellen, aber die Wassermassen waren so gewaltig, dass das Wasser auch oben drüber geströmt ist und dementsprechend auch die Brüstungsmauern zerstört worden sind. Die historischen Bogenbrücken prägen bislang das Ahrtal. Doch sie haben die Flutkatastrophe an vielen Stellen, wie hier in Abrück, noch verschlimmert. Viele Pfeiler, geringe Höhe, kleine Bögen, in denen sich Treibgut in der Flutnacht verkeilt hat. Ja, die Folge war letzten Endes, dass das Bauwerk sich komplett zugesetzt hat und ein Wehr gebildet hat, dass halt kein Wasser mehr durchfließen konnte und das Wasser dann halt eben im Umfeld zu erheblichen Zerstörungen geführt hat. Also eine richtige Flutwelle hier? Ja, kann man so sagen. In der unmittelbaren Umgebung der Brücke kamen mehrere Menschen in der Flutnacht ums Leben. Nun soll die historische Brücke, obwohl sie unter Denkmalschutz steht, abgerissen werden. Für die Landrätin im Kreis Ahrweiler eine klare Entscheidung für den Schutz der Menschen in der Region. Es gibt Gründe des Allgemeinwohls, also sprich Menschenleben zu schützen, die überwiegen den Denkmalschutz. Und denen kann auch nicht anders abgeholfen werden, als darüber eine Abrissgenehmigung zu erteilen. Die Gemeinde Abrück möchte eine hochwassersichere Brücke. Genau daran arbeiten Nicole Marzi und ihre Kollegen. Große Angriffsflächen für künftige Hochwasser, wie bei den historischen Brücken, wollen sie bei den Neubauten vermeiden. Wir versuchen zum Beispiel auf Pfeiler zu verzichten, da wo es möglich ist. Und die Brücken möglichst höher auszubilden, um der Ahr mehr Raum zu geben, dass das Wasser halt besser durchfließen kann. Es gibt aber auch historische Brücken, die ganz problemlos erhalten werden können. Diese Brücke für Fußgänger und Radfahrer in Altenahr ist hoch genug, da ist sich Brückenbauerin Nicole Marzi sicher, um bei künftigen Hochwassern keine Gefahr darzustellen.
So ein Radio hatten wir sogar noch zu Hause, als ich klein war. Und eigentlich lief es den ganzen Tag. Musik, Nachrichten, Comedy und wieder Musik. Selten wurde der Sender gewechselt. Heute sieht das alles ganz anders aus. Radio wird übers Smartphone gesteuert und kommt mit Bluetooth über die Boxen. Aber die wohl noch viel größere Veränderung, das Radioprogramm zum selber bauen, auch genannt Podcast. Wir können uns Themen, Moderatorinnen und Moderatoren aussuchen, vom Nischen bis zum Massenangebot. Inzwischen gibt es unzählbar viele Podcasts zur Auswahl, allein in Deutschland. Doch ersetzen sie langfristig wirklich das klassische Radio? Vom Podcast Festival in Mannheim berichtet Tim Diekmann. Sonntagabend, 22. Januar 1933. Sehr laut, oder? Noch ist nicht alles perfekt. Ich lass mich nicht irritieren. Einen Podcast auf einer Bühne vor Publikum aufzeichnen, das bringt selbst die Profis vom Deutschlandfunk noch zum Schwitzen. Es gibt ja schon einen Grund, warum man sich für Radio oder dann auch Podcast machen entscheidet. Und zwar, dass man in der Regel sein Publikum nicht direkt vor der Nase hat. Insofern bin ich vor so Live-Geschichten extrem aufgeregt. Die Show beim SWR Podcast Festival in Mannheim ist ausverkauft, die Sendung extrem beliebt. Die erste Sendung haben wir gemacht 2016 und haben dann gesagt, okay, wir machen das auch mal als Radio on Demand, sozusagen als Podcast. Und die erste Zahl, die wir damals bekommen haben, waren 28 Abrufe bei Spotify und ähnlichen Podcatchern. Genau. Und haben dann gesagt, das läuft nicht. Und 3-4 Wochen später waren wir dann schon wirklich sehr weit oben. Inzwischen erreichen die Macher von Eine Stunde History mit einer Folge bis zu 400.000 Menschen. Sie sind Stars in einem Medium, das immer beliebter wird. Jeder dritte Deutsche hört regelmäßig Podcasts. Besonders Wissensformate, Gespräche und True Crime sind bei Podcast-Fans beliebt. Irgendwie ist das Schöne daran, dass man sich zum einen unterhalten fühlt und trotzdem irgendwie so ein bisschen das Gefühl hat, man ist so mit Freunden unterwegs. Also das ist so ein bisschen wie ein Gespräch unter guten Freunden. Privatunternehmen wie Spotify nutzen den Hype, investieren Millionen in den Podcast-Markt. Die Werbeeinnahmen steigen, wenn auch auf niedrigem Niveau. 2022 schätzungsweise 39 Millionen Euro. Zweistellige Millionenbeträge in der Werbung für ein Medienformat sind eigentlich noch Peanuts. Gemessen daran, was beispielsweise für Online-Werbung oder auch für Fernsehwerbung ausgegeben wird. Da reden wir in Deutschland eher von Milliardenbeträgen im zweistelligen Bereich. Im Markt sei noch viel Luft nach oben, so der Podcast-Experte. Klassische Radiosender empfinden Podcasts nicht als Konkurrenz. Beides ließe sich sinnvoll verbinden. Wir sind diejenigen, die die Archive voll haben mit guten Geschichten, mit Tönen, mit Interviews. Das haben andere nicht. Und wenn wir das nutzen, um damit auch Content zu schaffen für Podcasts, die jetzt interessieren, die jetzt mit der Jetztzeit was zu tun haben, auch für junge Menschen interessant sind, dann habe ich eigentlich wenig Sorgen. Das ausverkaufte Programm von Eine Stunde History auf dem SWR Podcast Festival zeigt, wie Podcasts Menschen aller Generationen in ihren Bann ziehen können. Und wir wollen jetzt natürlich noch wissen, wie das Wochenendwetter wird. Claudia. Helge, es wird ganz schön nass. Also es gab heute mal eine Pause, ein bisschen Sonnenschein. Und das konnte man zum Beispiel in Frankfurt auch bei diesem fantastischen Regenbogen genießen. Weil was braucht es für einen Regenbogen? Zum einen ja Regenwolken, aber eben auch ein bisschen Sonne. Und die gab es heute. Dazu war es auch mit 11 Grad gar nicht mal so kalt. In München heute sogar 12 Grad. Aber die nächste Woche kommt dann wirklich noch mal der Winter zurück, auch wenn man das kaum glauben mag. Aber Sie sehen, Temperaturen, die stürzen quasi ab. Bis Freitag nächster Woche kommen wir deutlich unter die 0 Grad. Und Mittwoch wird es dann auch mal nennenswert schneien in München. Bis dahin viel und kräftiger Regen, der zum Teil auch zu Überflutungen führt. Jetzt in der Nacht haben wir es eben mit noch ein paar Schauern zu tun. Die ziehen dann mehr und mehr nach Süden und Südosten und ab. Dann kurze Pause, danach aber morgen im Laufe des Tages direkt wieder ein neues Regenband aus Westen, das vor allem im Nachmittagsverlauf kräftiger wird, länger anhaltender, starker Regen. Das heißt, kleinere Flüsse oder Bäche können über die Ufer treten. Da sind bis morgen Abend zum Beispiel im Stau so Siegerland, Sauerland oder auch Bergischen.
noch mal an die 50, 60 Liter pro Quadratmeter. Und da hat es ja schon ordentlich geregnet und gibt zum Teil auch schon Hochwasser. Ähnlich auch im Stau des Schwarzwaldes kräftiger Regen und dementsprechend auch dort die großen Regenmengen. Die Temperaturen gehen in der Nacht zurück auf Werte von meist 7 bis 1 Grad am Alpenrand. Morgen Nachmittag steigen die Temperaturen noch mal in den zweistelligen Bereich. Da sind es dann meist 5 bis 13 Grad im äußersten Südwesten, also Richtung Markgräfler Land Breisgau. Die nächsten Tage bringen dann immer kältere Luft zu uns. Das heißt, am Sonntag nur noch nach Osten und Südosten hin 10, 11 Grad, also zweistellige Höchstwerte. Dazu stürmisch an der Küste mit schweren Sturmböen. Örtlich können da sogar orkanartige Böen dabei sein. Und es gibt Schauer, zum Teil mit Gewittern und am Montag auch Graupelschauer, Schneeregen, Schnee zum Teil bis runter, weil in diesen kräftigen Regengüssen kann es dann auch mal ein, zwei Flocken bis eben in tiefe Lagen geben. Ein Regenwochenende also. Trotzdem danke, Claudia. Und das waren unsere Tagesthemen für Sie am Freitagabend. Hier geht's jetzt weiter mit einem Krimi im Ersten, dem Polizeiruf aus Magdeburg. Und aktuelle Nachrichten in der Tagesschau gibt's wieder gegen 1.20 Uhr. Und morgen die Tagesthemen mit Alina But. Wir wünschen Ihnen einen hoffentlich guten Start ins Wochenende und einen gemütlichen Abend. Tschüss. Tschüss.